Ich hätte noch eine Frage zu einem ganz anderen Thema. Ja? Ein Bekannter von mir ist an Blutkrebs erkrankt. Ich habe gehört, dass ich ihm helfen kann, wenn ich mich als Stammzellspender registrieren lasse. Stimmt das? Also generell ist das natürlich eine gute Idee. Es kann aber sein, dass Sie für Ihren Freund selber nicht passen. Vielleicht können Sie damit aber einem anderen Patienten helfen. Ach echt? Ja, er ist mit der Diagnose leider kein Einzelfall. In Deutschland erkrankt im Durchschnitt alle 15 Minuten jemand an Blutkrebs. Theoretisch könnten Sie für jeden dieser Patienten der passende Spender sein. Wenn man von Blutkrebs spricht, dann sind mit meistens Erkrankungen der weißen Blutkörperchen gemeint. Diese vermehren sich sehr rasch und unkontrolliert und erfüllen auch ihre normale Hauptaufgabe nicht mehr. Das heißt, sie können keine Krankheitserreger mehr bekämpfen. Oft ist die Stammzellspende dann die letzte Chance auf eine Heilung. Uns gelingt es aber heutzutage, für viele Patienten einen passenden Spender zu finden. Die Idee ist, dass man das kranke blutbildende System gegen ein neues und gesundes austauschen möchte. Generell kann sich jeder im Alter zwischen 17 und 55 als Stammzellspender registrieren. Man sollte aber gesund sein. Kommen Sie doch mal mit. Hallo, schön, dass du da bist. Hier in Altona findet ja gerade eine große Registrierungsaktion statt. Und diese unterstützen wir in Deutschland und sogar weltweit. Das hier ist eine Patientenaktion. Das heißt, die meisten hier wissen, um wen es geht. Das mobilisiert natürlich unglaublich. Wichtig ist aber auch zu wissen, dass jeder Einzelne, der sich hier registriert, für alle Patienten weltweit zur Verfügung steht. Man kann uns natürlich auch unterstützen, wenn man nicht direkt vor Ort ist. Ein Registrierungsset lässt sich ganz einfach online bestellen. Egal wo, egal wie. Wir freuen uns über jeden einzelnen Spender. Und noch mehr über jeden, der bereit ist, die Registrierungskosten zu übernehmen. Komm mit, ich zeig dir mal, wie die Analyse funktioniert. Hallo. Hallo. Das ist das DKMS Life Science Lab. Eines der größten und leistungsfähigsten HLA-Typisierungslabore der Welt. Alle eingehenden Proben werden bei uns umfassend analysiert und anschließend übermitteln wir die Ergebnisse in die DKMS-Datenbank. Unsere Analysen finanzieren wir übrigens größtenteils durch Spendengelder. Für Menschen mit Blutkrebs bedeutet jede neue Probe die Chance auf ein neues Leben. Deswegen ist es für uns entscheidend, schnell und effizient zu arbeiten, um möglichst keine Zeit zu verlieren. Jo! Wow, ich komme vielleicht als Spender in Frage. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Ehrlich gesagt habe ich schon ein bisschen Bammel. Aber hey, wie cool! Wer bekommt schon die Chance, ein Menschenleben zu retten? Ja, stimmt. Krass. Und wie geht's jetzt weiter? Jetzt wird's richtig spannend. Als nächstes habe ich einen Termin in der Entnahmeklinik. Die Entnahme der Stammzellen erfolgt in 80% der Fälle direkt aus der Blutbahn. Das ist ein ambulanter Eingriff. In Vorbereitung dafür wird dem Spender über 5 Tage hinweg ein Medikament gespritzt, das die Stammzellproduktion im Blut anregt. Die eigentliche Stammzellentnahme dauert 3 bis 5 Stunden, an einem maximal 2 Tagen. Jo! Langzeitnebenwirkungen der peripheren Stammzellentnahme sind nach heutigem Forschungsstand nicht bekannt. Das heißt, Fußball gucken, Leben retten und ab nach Hause. Bei der alternativen Entnahmemethode werden dem Spender unter Vollnarkose mit einer Punktionsnadel Stammzellen aus dem Beckenkamm entnommen. In der Regel reicht danach ein Pflaster auf der Punktionsstelle und innerhalb von 4 Wochen ist wieder alles beim Alten. Die DKMS betreibt jedenfalls einen riesigen Aufwand, um das Risiko für alle Beteiligten, Empfänger und Spender, so gering wie möglich zu halten. Dafür haben sie sogar eine internationale Forschungseinheit ins Leben gerufen. Wir in der Clinical Trials Unit, kurz CTU, wollen durch globale Vernetzung den medizinischen Fortschritt mit modernsten Methoden und Technologie voranbringen. Nehmen Sie auch bitte Platz. Wir forschen an der Verbesserung der Behandlung von Patienten mit Blutkrebs. Dabei ist für uns die Auswahl des bestmöglichen Stammzellspenders der Schlüssel zum Erfolg. So wollen wir die Stammzelltransplantation sicherer und wirksamer machen, um so die Lebenschancen von Patienten zu verbessern. Sagen wir es, wie es ist, Forschung ist auf diesem Gebiet enorm wichtig. Daher benötigen wir auch Sie als finanziellen Unterstützer. Nach der Registrierungsaktion im vergangenen Jahr haben wir nun beschlossen, die DKMS langfristig als finanzieller Partner zu unterstützen.
Es gibt übrigens zahlreiche Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Sei es im großen oder im kleinen Rahmen. Als Privatperson können Sie beispielsweise ganz einfach online spenden. Und Sie können sich vielfältig bei uns einbringen. Ganz gleich, ob Sie uns regelmäßig oder einmalig unterstützen, ob als Privatperson oder Unternehmen, eins ist sicher. Jeder Cent kommt dort an, wo er Menschenleben rettet. So, hier. Danke. Es ist schon irre. Vor 2,5 Jahren hätte ich den Kühen noch nicht mal mehr halten können. Aber dank dir bin ich wieder in Topform. Noch eine Runde, Kleiner? Was hat man jetzt davon, wenn man anderen das Leben rettet? So, der Verlierer zahlt die nächste Runde. In Deutschland warten mehrere tausend Menschen mit Blutkrebs auf einen passenden Spender. Helfen Sie mit, Blutkrebs zu besiegen. Denn jeder einzelne von uns könnte der Richtige sein. Registrieren Sie sich jetzt.